Das nennt man Ujjayi-Atem. Namaste und grüß Gott. Mein Name ist Peter Lichtlächeln, Yoga-Heiler. Willkommen zu meinem Blog 3. Ganz spontan. Also ich habe irgendwie nichts Schriftliches vor mir. Ich sitze hier, ich atme und ich spreche jetzt zu dir. Und zunächst möchte ich mal ein paar tiefe Atemzüge, Lebendigkeit und Dankbarkeit mit dir nehmen. So setz dich oder leg dich bequem hin. Und dann atme tief in den Bauch ein. Und aus dem Bauch aus. Wieder tief ein. Und aus. Einatmen wird mein Einatmen tiefer. Und aus. Und ausatmend wird mein Ausatmen länger. Ein. Und aus. Einatmend lächle ich. Und ausatmend lasse ich alles los, was mich gerade noch beschäftigt hat. Einatmend lächeln. Und ausatmend loslassen. Einatmend frische neue Energie. Ausatmend, alles Vergangene darf gehen. Alles, was nicht mehr zu mir gehört. Ein. Und aus. Atme weiter. Mit jedem Atemzug werden meine Gedanken ruhiger und ruhiger, immer ruhiger. Auftauchende Gedanken stören mich nicht. Ich beobachte sie wie von außen und ich atme Lebendigkeit, Dankbarkeit, Heilenergie. Mit jedem Atemzug entspanne ich tiefer und tiefer, lasse alles los, komme an im gegenwärtigen Augenblick und ich erkenne, es gibt nur den gegenwärtigen Augenblick und ich atme und ich nehme jeden Teil des Atems wahr, ein und aus. Nehmen und geben, Fülle und Leere, auf und ab, ein und aus, Tag und Nacht, Ebbe und Flut, Mann und Frau, Yin und Yang, wie das Leben. Und darum achte auf deinen Atem, denn er wird dich alles lehren. Und der Atem ist immer im gegenwärtigen Augenblick. Immer jetzt, immer hier. Du kannst nicht gestern oder morgen atmen. In dem Moment, in dem du dir deines Atems bewusst bist, tauchst du ein in das Feld des reinen Potenzials. Und in dem ist alles möglich. In dem erkennst du, ich bin wundervoll.
so wie ich bin. Ich atme, die anderen dürfen sein, wie sie sind. Und ich darf so sein, wie ich bin. Ich bin eine wundervolle Blume im Garten des Lebens. Und ich darf blühen. Und ich atme Dankbarkeit für diesen Körper, für dieses Leben, für diesen Moment. Und ich atme in mein Herz. Ich entspanne meinen Bauch, ich entspanne meinen ganzen Körper, ich entspanne die Gedanken. Sie tauchen auf, ziehen vorüber wie Wolken am Himmel. Und mit jedem bewussten Atemzug klärt sich der Himmel, wird strahlend blau. Und ich spüre, wie in meinem Herzen die Sonne aufgeht. Mit jedem Atemzug verstärkt sich dieses Licht in meinem Herzen und verbreitet sich von dort in meinen ganzen Körper. Ich fühle mich erfüllt von Licht in meinem ganzen Körper und halte das Licht nicht in deinem Körper. Lass es ausstrahlen, lass dich weit werden. Im Bewusstsein der Zeitlosigkeit. Atme. Gedanken sind vielleicht immer noch da. Du beobachtest sie von außen und kommst immer wieder zurück zu deinem Atem. Und atme jetzt ein paar Atemzüge etwas zügiger. Ein und aus. Atme weiter. Du nimmst mehr Energie zu dir, als der Körper eigentlich benötigt. Halte die Energie auch nicht in deinem Körper. Lass dich weit werden. Und das Unterbewusstsein, es kann sein, dass es nicht mehr länger Sachen unterdrücken kann. Kann sein, die kommen nach oben, Gedanken, Gefühle. Und du atmest weiter. Und erkennst, das sind Drachen. Und wie das so ist, wie es Jero Kabal im Quantum Light Breath so schön beschreibt, wenn wir gegen einen Drachen kämpfen wollen, dann du atmest weiter ins Herz, in die Freude, in die Leichtigkeit. Wenn wir gegen einen Drachen kämpfen wollen, dann, ich glaube, heutzutage wird man ein YouTube-Tutorial machen oder eine Gruppe machen, ein Buch lesen und oder eine App. Und irgendwie schafft man es dann, gegen diesen Drachen zu gewinnen und hat dann auch Erfolg. Doch 99,9% unserer Drachen sind Fantasiedrachen. Und wenn wir nicht daran glauben, dann haben sie keine Realität und wir speichern sie auch nicht mehr länger in unserem Unterbewusstsein. Und wenn wir tief atmen, dann können die Dinge im Unterbewusstsein nach oben kommen und wir atmen weiter und die verschwinden dann auch. Und wir fühlen uns ein bisschen gereinigter, ein bisschen heiler. Und durch das tiefe Atmen werden auch in den Zellen Heilprozesse und so Entwässerungsvorgänge in Gang gesetzt. Darum empfehle ich dir auch, sehr viel zu trinken. Und du atmest nochmal 30 Sekunden ganz tief und schnell ein und aus, wenn du möchtest. Immer eigenverantwortlich. Immer so, wie es dir gut tut. Ansonsten atme sanfter. Oder jetzt nochmal ganz intensiv. Wenn du Körpergefühle hast, die du normal nicht kennst, das ist okay. Es kann manchmal die Finger ein bisschen bitzeln, die Lippen. Die Energie, die sucht sich ihren Weg. Und du kannst deiner Energie vertrauen und du atmest Dankbarkeit. Und langsamer atmen. Atme vollständig ein. Und vollständig aus. Fühle dich erfrischt. Fühle die Lebendigkeit
Falls du aber auch mal lachen musst, dann lach. Falls du weinen musst, wein. Lass alles geschehen, was geschehen will. Aber nicht ins Drama gehen. Nicht, falls es Wein geschieht. Und wie Fiero Gabala auch so schön sagt, dass du deinen Pool gehst und da stundenlang drin rumplansch. Nein, du kommst zurück zum Atem und du atmest jetzt vollständig ein. So langsam wie möglich. Und vollständig aus. In deinem Rhythmus, im Rhythmus meines Atems, erkenne ich die Einheit in allem. Ich atme die Liebe zu mir selbst. Ich bin wundervoll. Und jetzt lass los. Lass den Atem kommen und gehen, wie er möchte. Lass alles geschehen, was geschehen will. Spür weiter dein Herz. Und jetzt denk an jemanden, der gerade nicht da ist. Und schenk diesem Menschen all deine Liebe. Spür weiter dein Herz. Dein Atem kommt ganz sanft, ganz entspannt. Und du lässt immer noch Sachen los. Auch wenn du nicht weißt, was das vielleicht genau ist. Du spürst die Liebe zu diesem Menschen in deinem Herzen. Und jetzt all diese Liebe dir selbst schenken. Spür, ich bin toll, ich bin wundervoll, ich bin liebenswert, ich darf so sein, wie ich bin, und ich liebe und akzeptiere. Akzeptiere mich so, wie ich bin, und ich folge der Freude meines Herzens. Tief in mir drin weiß ich, ich bin ewig. Reiner Geist, reines Bewusstsein. Das Leben ist ein Spiel, in dem ich Erfahrungen machen kann. Mein Atem leitet mich und mein Herz ist mein Kompass. Ich liebe mich. So wie ich bin. Ich liebe euch. Ich liebe dich.